Felix. Hi. Grüß dich, Felix. Und wir haben uns vorhin schon die 13-fach-Schaltung von Roto angeschaut am Mountainbike. Und jetzt wollen wir uns natürlich noch das Pendant am Rennrad bzw. Crossover Gravelbike anschauen. Genau. Wie man sieht, das gleiche Schaltwerk, aber vorne mit dem Rennradshifter. Hier haben wir eine hydraulische Magura-Bremse dabei, okay. Scheibenbremse. Ja. Und das Ganze gibt es jetzt eben mit anderen Übersetzungen. Aber hier haben wir jetzt eine 10-36er Kassette, die hat die gleichen feinen Gangsprünge wie eine 11-28er. Nämlich die ersten 6 Ritzel haben Einersprünge. Okay. Das ist ja absolut wichtig, gerade beim Rennradfahren, dass man da wirklich immer die richtige Übersetzung hat. Genau. Und das kann man natürlich über das Direct Mount System, was wir gesehen haben, gewährleisten. Denn hier vorne haben wir dann Kettenblätter von 26 bis 54, für MTB 26 bis 40, von 38 bis 54 für Road und Gravel. Und eben natürlich auch jetzt mit den neuen Aero-Kettenblättern für den Spider Power Meter. Ist das schon die größte Übersetzung von der Kassette her? Oder? Nein, das ist die kleinste Übersetzung. Das ist die 10-36er für Rennrad. Ja. Wir haben auch eine 10-39er. Die kann man zum Beispiel mit dem 48er vorne, ist das wie 52-36 mit 11-28er Kassette. Aber auch für die Gravel-Leute bieten wir zum Beispiel eine 10-46er oder 11-46er Kassette an. Denn die 1x12 kann ja wieder mit jedem Shimano-Freilauf gefahren werden. Das Besondere an der Rotorschaltung ist, wir haben eine hydraulische Schaltung mit einem geschlossenen System. Dadurch kein Akku, der leer geht, kein Schaltzug, der ausleiert oder dreckig wird. Und das Schaltwerk gleicht eben unterschiedlichste Übersetzungen aus. Weiterhin eine Besonderheit, die Rasterung sitzt hinten im Schaltwerk. Das heißt, wir können dieses Schaltwerk rüberdrücken und in verschiedene Positionen einrasten. Außerdem haben wir die Möglichkeit, über diesen Knopf Go to Origin das Schaltwerk zu entkoppeln, dass es wieder nach unten springt. Und natürlich für eine leichte Demontage des Hinterrads können wir den Schaltwerkskäfig entkoppeln. Das ist wirklich absolut das baugleiche Schaltwerk wie beim. Genau, das ist exakt das gleiche Schaltwerk. Die Rasterung sitzt hinten drin, deswegen ist dem Schaltwerk egal, ob es der Rennradshifter, der MTB-Shifter oder der Triathlon-Shifter ist. Das Besondere an dem Schaltwerk von Rotor ist, dass es 12- und 13-fach kann. Wir können hier über eine 2,5 mm Innensechskantschraube einstellen, den Endanschlag begrenzen und damit zwischen 12- und 13-fach verstellen und auch den Endanschlag zu den Speichen hin regulieren. Okay. Weil eben die Abstände zwischen einzelnen Ritzeln immer gleich sind, genau. Egal ob 12-fach oder 13-fach. Genau, 13-fach bedeutet 12 plus 1, deswegen eine 12-fach-Kette auch für 13-fach. War wieder super interessant, Felix. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Flo.